Okay, ihr Lieben, wir müssen über einige Dinge quatschen. Zum einen habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, ja, es ist wirklich so, dass Godzilla Kong in den USA am 28. März im Kino starten wird und bei uns in Deutschland leider halt erst am 4. April. Warum genau das jetzt der Fall ist, weiß ich selber nicht. Ich habe da auch mal ein bisschen nachrecherchiert, aber irgendwie gibt es da noch keine wirklich plausible oder eben klare Aussage zu der ganzen Nummer. Ich meine mal gehört zu haben, dass das Ganze irgendwas mit der deutschen Synchro zu tun haben soll. Ob das aber jetzt wirklich stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, wir bekommen den Film in Deutschland erst am 4. April zu sehen. Allerdings können wir uns die Zeit bis dahin jetzt noch ein bisschen versüßen und ja, von vornherein in diesem Video wird es von Spoilern nur so wimmeln. Hier wird es Spoiler zum Film hageln und ich werde gleich mal darauf eingehen, wie ich das Ganze jetzt hier handhaben werde. Denn es wurden neue Bilder geleakt. Diese Bilder wurden mit bestimmten Unterschriften versehen und wir können daraus einige Details entnehmen, die wir eben so noch nicht wussten und wir können sogar sagen, dass uns der Trailer, der zweite Trailer zu Godzilla Kong, einfach mal verarscht hat. Worum genau es dabei geht, erfahrt ihr jetzt hier im Video. In diesem Sinne viel Spaß und noch zum letzten Mal jetzt Achtung Spoiler, ich will kein Gejammer hören. Okay, tatsächlich muss ich sagen, ich hatte eigentlich erst gar nicht vorgehabt, das Video jetzt hier wirklich zu machen. Allerdings haben diese Bilder irgendwie so eine Welle losgetreten. Zuerst haben mir ein bis zwei Leute von euch geschrieben, Tobi, sag mal, hast du die Bilder irgendwie schon gesehen? Ich finde die ja nirgendwo im Netz, man spricht aber wohl öfter mal darüber. Und dann kamen immer mehr Nachrichten durch, ob ich diese Bilder nicht mal irgendwie behandeln könnte. Und natürlich wisst ihr, dass ich die Bilder hier auf gar keinen Fall einblenden kann. Das wird auf gar keinen Fall passieren, denn ihr wisst ja noch aus den vorhergegangenen Situationen, die noch immer nicht ganz behoben sind, dass ich quasi noch so ein bisschen unter Beobachtung stehe, will ich mal sagen. Was wir allerdings machen können, ist jetzt hier zum einen erstmal darauf einzugehen, dass es sich hierbei nur um Theorien handelt und zum anderen können wir diese Bilder, die möglicherweise aus dem Film sind, möglicherweise aber eben auch nicht, können wir einfach mal beschreiben und eben besprechen. Der ein oder andere von euch, der auf meinem Instagram-Kanal hier und da mal wieder aktiv ist, der wird die Bilder vielleicht auch gesehen haben, möglicherweise aber auch nicht. Allerdings haben sehr viele unter euch wohl auch kein Instagram und natürlich sollt auch ihr nicht darunter leiden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ey, so Spoiler oder eben kleine Leaks, die stören mich eigentlich so gut wie überhaupt nicht, dann bleib jetzt hier auf jeden Fall am Ball. Das war jetzt hier auch wirklich die allerletzte Warnung für alle Jammerlappen, die wirklich Videos, die mit Spoiler gekennzeichnet sind, bis zum Schluss fertig gucken und dann irgendwas schreiben von wegen, musst du jetzt eigentlich alles spoilern, das finde ich ja schon asozial. Ein bisschen Gehirn dürft ihr auch selber mitbringen. Und jetzt fangen wir an. 3, 2, 1. Auf dem ersten Bild, was geleakt wurde, können wir Zuko sehen, der irgendwo in Brasilien, wahrscheinlich in Rio, steht. Und das Setting ist eigentlich genau dasselbe, das wir auch aus dem Trailer von Godzilla Kong kennen. Quasi das Ganze, was dann eben auch zum Schluss passiert, wo wir eben sehen, wie Kong Scar King so ins Gesicht haut und da wahrscheinlich dann Scar King seinen Zahn heraushaut, weil Scar King ja Kong kurz vorher oder eben zu Beginn des Films ebenfalls einen Zahn rausgeschlagen hat. So nach dem Motto Zahn um Zahn und wir befinden uns einfach hier bei diesem wahrscheinlich finalen Kampf, wo Godzilla gegen Shimo kämpft und eben Zuko und Kong gegen Scar King. Auf dem geleakten Bild jetzt hier sehen wir Zuko, wie er scheinbar die Axt von Scar King in der Hand hält und sich so ganz seltsam nach hinten umdreht. Schon fast irgendwie traurig, als würde er jetzt hier ein Überbleibsel eines verstorbenen Freundes in der Hand haben. Ich will hiermit nicht sagen, dass Kong in diesem Film wirklich stirbt. Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das jetzt passiert. Was mich hierbei aber eher wundert, ist, dass diese Axt scheinbar immer noch am Start zu sein scheint, denn wir dachten doch im Endeffekt alle, dass die Axt durch Shimo zerstört wird, gerade eben auch in diesem Clip, den wir aus dem zweiten Trailer sehen, wo Kong mit seiner Axt so diesen Eisstrahl von Shimo abblockt und ja, die Axt scheint jetzt hier aber immer noch da zu sein. Einige von euch haben mich aber auch darauf hingewiesen, da man auf dem Bild nicht wirklich komplett klar erkennen kann, ob das wirklich Kongs Axt ist, dass das möglicherweise auch einfach die Peitsche von Scar King sein kann, also quasi seine große Waffe, die ihm eben hier von Zuko abgemuxt wurde. Auf dem zweiten Bild sehen wir dann etwas für mich unfassbar Interessantes, eben gerade auch, weil wir uns schon so häufig die Frage gestellt haben, stimmt das jetzt wirklich, dass Scar King Shimo kontrollieren kann? Und wenn ja, wie macht er das denn wirklich? Wie kann Scar King Shimo kontrollieren? Das zweite Bild gibt uns jetzt eine Antwort darauf. Ja, Scar King hat definitiv Shimo unter Kontrolle. Wie genau das Ganze abläuft, das können wir hier auch nicht raussehen. Wir sehen aber auf dem zweiten Bild, wie Shimo kurz nachdem er aus dieser Höhle rauskommt, wo wir auch im Trailer ganz kurz sehen, dass diese Lavawand weggeht,
Und dann taucht Shimo auf, quasi in dieser Arena, wo er dann wohl gegen Kong kämpft. Dass Shimo diesen Raum verlässt oder dieses Gefängnis verlässt und eben dann wie so Schläuche an sich hat. Und wenn man da ganz genau hinschaut, sind das Ketten aus bestimmten Wirbelsäulen. Ja, diese Ketten sehen einfach 1:1 aus wie die Peitsche von Scar King. Es sind genau 4 an der Zahl, die quasi wie so ein Kreuz um Shimos Hals herumhängen und ihn eben somit in der Kontrolle halten, wie ein Hund. Das heißt, wir können hiermit schon mal davon ausgehen, dass Shimo eben nicht der große Drahtzieher hinter allem ist. Nein, die Gerüchte scheinen wirklich zu stimmen. Shimo ist das Haustier oder, naja, unter Kontrolle von Scar King. Ebenfalls können wir hier die Größe von Shimo relativ gut einschätzen. Darauf kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Und ich weiß noch, wo ein paar von euch gelacht haben und gesagt haben, ha, Tobi, Shimo doppelt so groß wie Godzilla, was für ein Bullshit. Nee, es stimmt halt einfach wirklich. Und wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Bildern. Dazu kommen wir nämlich gleich nochmal. Wir haben ebenfalls noch ein Bild geleakt bekommen, das uns Skilla zeigt, also dieses Tentakelvieh, was wir im Trailer 1 ganz kurz gesehen haben, das in Rom auftaucht. Und ja, auch hier wurde von euch immer wieder gesagt, ah, die kämpfen nie im Leben gegeneinander, weil Skilla hat sich doch vor Godzilla verbeugt und in Godzilla King of the Monsters, da war doch eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, jetzt haben wir die Bestätigung, doch, die beiden kämpfen. Und laut Gerüchten soll dieser Kampf nicht von Skilla ausgelöst werden, sondern wirklich von Godzilla selber. Es gibt bereits Theorien da draußen im Netz, die das Ganze noch ein bisschen unterstreichen würden, die sich aber für mich so ein bisschen weit hergeholt anhören, nämlich dass Godzilla jetzt anfängt, die Jagd auf Titanen zu machen, um deren Energie zu absorbieren, um dann eben diese blaue Form anzunehmen, die wir auch ganz kurz im zweiten Trailer sehen. Das wäre allerdings ein sehr krasser Charakterbruch zu dem Godzilla, den wir eben davor kennengelernt haben und ey, keine Ahnung, also es könnte wirklich so sein. Wenn das aber der Fall ist, dann will ich da auch eine Erklärung dafür haben. Ich meine, wir haben schon in Godzilla vs. Kong gesehen, dass Godzilla relativ radikal vorgeht, wenn er wirklich ein Ziel vor Augen hat. Und ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob das wirklich genauso passt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, ja, Skilla und Godzilla werden gegeneinander kämpfen, und zwar in Rom. Dann haken wir nochmal ganz kurz einen weiteren Titan ab, der wohl im Film vorkommt, wo ich auch wirklich dann auf Instagram dazu geschrieben habe, ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh sein soll. Das sieht irgendwie aus wie eine Blume, die aber auch lila leuchtet oder eher pinklich leuchtet, auffälligerweise in diesem Pink, was auch Godzilla dann später annimmt. Und da haben mir ein paar von euch geschrieben, das Vieh sieht einfach sehr, sehr stark nach Biollante aus. Und ich habe dann mal wirklich nachgefragt, eben bei der Person, von der ich die Bilder habe. Und das ist auf gar keinen Fall Biollante. Es ist wohl irgendwas anderes und sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und ich bin einfach bei dem Look hängen geblieben, weil wie gesagt, dass dieses Pflanzen etwas genauso pink leuchtet wie eben auch Godzilla Evolved dann später, also Godzilla in der Evolved Form. Das finde ich dann doch schon sehr auffällig. Dann sehen wir noch ein Bild von Mothra, und zwar eine Nahaufnahme und eben diesmal nicht die Variante, die wir aus dem Trailer kennen, sondern Mothra in Real Life. Und dass Mothra mit dabei ist, das wussten wir jetzt im Endeffekt auch schon nach dem zweiten Trailer, ist also gar nicht mehr so eine übertrieben große Überraschung. Und bevor wir jetzt zu den letzten beiden Bildern kommen, will ich euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, was wir auf den letzten beiden Bildern zu sehen bekommen. Das Bild, was ich euch als nächstes vorstellen werde, wird uns, naja, etwas vor Augen führen, was ich bereits in einem Video besprochen habe, was sich aber einige von euch nicht wirklich vorstellen konnten. Und das letzte Bild, was wir danach besprechen, zeigt uns einfach, dass uns der Trailer von Godzilla Kong The New Empire ähnlich verarscht hat wie damals der Trailer zu Spider-Man No Way Home. Ein paar von euch werden vielleicht jetzt wissen, was ich meine. Ganz kurzes Stichwort: bestimmte CGI-Figuren im Trailer nicht zeigen, die aber später im Film mit am Start sind. Dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Reden wir erstmal ganz kurz über das Bild, das uns zeigt, wie Godzilla und Shimo quasi fast wie in einem Wrestling-Kampf ineinander hängen. Und hier sehen wir wirklich das gewaltige Ausmaß von Shimo und ey, diese ganze Nummer von wegen, dass Shimo doppelt so groß ist wie Godzilla Evolved, ist hier nicht übertrieben. Ich kann euch hier wie gesagt keine Bilder zeigen. Vielleicht schafft ihr es, das irgendwie auch im Internet selber mal zu finden. Oder ihr schaut einfach mal bei mir auf Instagram vorbei, wenn die Bilder da eben noch in der Story drin sind. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wir sehen auf dem Bild, wie Shimo seinen gewaltigen Kopf in Godzilla reinrammt. Und Godzilla hat beide Arme um Shimos Kopf drum. Das heißt, Shimos Kopf ist genauso gewaltig wie die Spanne von Godzillas Arm, mit welchen er eben das Tier umfasst. Und hier haben wir übrigens auch einen Untertitel. Shimo ist nämlich The Mother of Titans, also die Mutter der Titanen. Das heißt, ja, hier haben wir jetzt auch nochmal die Bestätigung, Shimo ist definitiv ein Weibchen, was im Endeffekt auch eigentlich vollkommen wurscht ist. Und da habe ich bereits auch schon mit jemandem geschrieben, der in dem Test-Screening schon mit dabei gewesen ist,
Das wird null Auswirkungen auf den Film haben. Ob Shimo jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist, weshalb ich mich frage, warum das dann so eine Rolle spielt irgendwie. Denn, lustigerweise, war Shimo vorher wirklich als Männchen angedacht gewesen. Das wurde aber jetzt dann kurz vor Veröffentlichung des Films nochmal in ein Weibchen umgeswitcht. Und wenn das keine Auswirkungen auf den Film haben sollte, ist das so extrem irrelevant. Warum hält man sich mit so einem Bullshit auf? Naja, ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch wirklich schon auf einen unfassbar krassen Endkampf freuen, der uns eben hier mit diesem Bild dann angeteasert wird. Ein paar von euch haben mich auch darauf angeschrieben und gesagt, Tobi, ist dir aber aufgefallen, dass Shimo auf diesem Bild um einiges größer aussieht als auf den anderen Bildern, und ich persönlich muss sagen, nein. Ich finde, du hast aus den Bildern schon von vornherein rausgesehen, wie übertrieben mächtig dieses Vieh ist, und möglicherweise hat er ja noch eine Art von Verwandlung, wodurch er nochmal größer wird. Aber das würde ich ein bisschen langweilig finden. Ich glaube wirklich, dass Shimo eben einfach von vornherein diese unfassbare Größe an den Tag legen wird. Dann kommen wir jetzt zum letzten Bild, zu dem Bild, das uns eigentlich der Trailer schon gezeigt hat, nur eben, naja, nicht komplett. Wenn wir uns mal an das Ende des Trailers erinnern, sehen wir ja dann ganz kurz, wo Kong und Godzilla links und rechts vom Bild stehen. In der Mitte sehen wir eben die Sphinx und die beiden schreien pompös in den Himmel hoch. Hierbei wurde uns allerdings verheimlicht, dass in der Mitte noch ein weiterer Kaiju zu sehen ist. Und ja, jetzt mag man vielleicht denken, ey, Tobi, macht das aber wirklich Sinn, dann die Sphinx in die Mitte zu packen, wenn doch eigentlich dann davor ein Kaiju steht? Und nö, das würde null Sinn ergeben, wenn der Kaiju nicht fliegen könnte. In dieser Szene sehen wir nämlich in der Original-Kino-Version dann später nicht nur Kong und Godzilla, sondern eben auch Mothra. Das heißt, wir können jetzt sehr viele unserer Story-Aufbau-Gedanken wieder verwerfen, da Mothra scheinbar auch schon in dem Augenblick dabei ist, als Godzilla und Kong in Ägypten auftauchen. Und ja, irgendjemand von euch hat mir noch geschrieben, ey, wollen wir wetten, dass Godzilla und Kong wieder aneinander geraten und dass dann Mothra die beiden wieder beruhigen muss. Und da habe ich noch gedacht, Alter, wie kommst du jetzt auf einmal auf Mothra? Das könnte jetzt wirklich sein. Also das könnte tatsächlich der Fall sein, dass Kong und Godzilla doch ein bisschen mehr aneinander geraten, als wir das gedacht haben, und dass dann Mothra schlüpft und Mothra muss dann eben die beiden wieder zur Besinnung bekommen. Das heißt, wir würden hier unfassbar viele geile Kaiju-Action sehen, wenn Kong mit seinem Handschuh gegen Godzilla Evolved noch einmal antritt und das anscheinend wirklich ein heftiger Kampf werden könnte, so heftig, dass Gia möglicherweise Mothra wieder erweckt und dann Mothra den Kampf schlichten muss. Davor sehen wir eben noch einen Kampf mit Scar King gegen Kong, dann noch einen Kampf mit Kong gegen Shimo und dann zum Schluss auf jeden Fall mindestens nochmal einen Kampf, wo Godzilla gegen Shimo kämpft und Kong gegen Scar King. Dazwischen kann aber immer noch einiges kommen, denn ich habe mir ebenfalls sagen lassen, dass es noch so viel mehr Kaiju-Action geben soll, als wir das auch nur ansatzweise erwarten. Ich meine, ja, Skilla und Godzilla kämpfen noch gegeneinander, diese komische Leuchtblume könnte nochmal auftauchen und in irgendeinen Kampf verwickelt sein. Das wird auf jeden Fall noch richtig abgehen in dem Film. Das heißt, wir haben jetzt hier Godzilla Kong, der von seiner Laufzeit dann doch relativ kurz gehalten ist und uns anscheinend extrem viel Kaiju-Action liefert. Ich werde mal schauen, ob ich die Bilder auf meinem Instagram-Account posten kann, und dann könnt ihr da einfach mal dran vorbeischauen. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal in die Story reinpacken, damit ihr da auch mal reinschauen könnt. Allerdings hat die Story eben eine maximale Laufzeit von 24 Stunden. Ich werde auch mal versuchen, das Ganze so irgendwie zu posten. Vielleicht klappt das ja. Jetzt schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr von diesen geleakten Bildern? Findet ihr sie ziemlich geil? Sagt ihr, boah, hat mir jetzt wenig geholfen? Oder sagt ihr vielleicht sogar, oh, das hört sich aber ziemlich beschissen an? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.